Hier ist Fred von FatSpielen.de mit dem 31. Let's Play SimCity. Und bevor es losgeht, habe ich eine Bitte an euch. Bitte, bitte, bitte schaut dieses Video und teilt es doch mal mit euren Freunden, mit euren Leuten. Sagt allen bei Facebook, Twitter oder was ihr auch sonst so benutzt von, wie toll es ist, dieses Video anzusehen, wie toll es ist, hier den FatSpielen YouTube-Kanal anzusehen. Ihr könnt auch mal auf FatSpielen direkt gehen, mal ein paar Spiele zocken. Es wird uns sehr, sehr freuen und ist Fred glücklich, dann seid es doch hoffentlich auch. Jetzt müssen wir uns aber wieder um unsere Stadt kümmern. Und ich würde mal sagen, wir beginnen diesmal hier in Fat Industries, weil es nämlich die einzige Stadt ist, die ich hier auch einfach mal locker laufen lassen kann, ohne, ja, dass mir die Stadt gleich abraucht. Es sieht nämlich nicht so gut aus finanziell in der Fat-Spielen-Welt, das habt ihr ja auch alle sicherlich beim letzten Mal mitbekommen. Deswegen werden wir jetzt auch gleich mal dieses erste Geld, was wir hier haben, diese 100.000, als Geldgeschenk nach Fat City schicken, damit wir dort dann gleich weiterspielen können, damit wir überhaupt genug Geld dort haben. So, da haben wir nämlich, glaube ich, gerade nur einen Kredit und den sollten wir vielleicht dann auch schnell abbezahlen. So, jetzt erstmal die 100.000 nach Fat City und wir zoomen wieder in die Stadt rein und schauen, was wir da machen können. So, was gibt es zu tun hier in Fat Industries? Da wurde ich sehr gescholten dafür, was ich jetzt hier gemacht habe mit dem Wasser. Sowohl mein Gesundheitsminister, als auch mein Wirtschaftsminister, als auch mein Verkehrsminister haben alle gesagt, meine Güte, du musst das normale Pumpmodul abreißen, eine Filterpumpe anbauen, weil sonst pumpen wir hier dreckiges Wasser hin. Okay, das heißt, ich muss hier nochmal irgendwie hingehen und vielleicht mal auf Bearbeiten gehen. Wie ist das denn jetzt alles? Ah, Filterpumpe, einfache Wasserpumpe. Also die muss weg. Habe ich das richtig verstanden? Wahrscheinlich. Die einfache Wasserpumpe muss weg, die normale Filterpumpe muss bleiben. Darf bleiben vielmehr. Alles klar. Das heißt, ich werde die jetzt auch ersetzen durch eine richtige Filterpumpe. Das überlagert sich jetzt gerade. Na, kommst du da nicht rein? Ich sehe es doch zappeln. Will er nicht. Naja, egal. Vielleicht geht es auch so. Und dann sollte das jetzt eigentlich mit der Pumpstation laufen. Okay, alles klar. So, ich glaube, ich werde jetzt, glaube ich, doch nochmal eine weitere. Wir sehen hier gerade gefördertes Wasser. Sind wir gerade im Gelbgebiet. Vielleicht kann ich ja hier eine Filterpumpe einfach da hinsetzen. Zu wenig Simoleons. Wie teuer ist denn die? 60.000! Okay, wir lassen das. Immerhin habe ich jetzt eine normale Filterpumpe und dann sollte das ganze Thema doch jetzt auch geklärt sein. Und das sollte laufen. Hier sieht es übrigens sehr, sehr gut aus. Seht euch das mal an. Schaut euch das mal an. Richtig große Blocks entstehen hier in Fat Industries. Genau das, was ich wollte. Niedriger Grundstückspreis, aber hohe Dichte. Das ist genau das, was ich mir, so habe ich mir Fat Industries vorgestellt. Langsam wird sich diese Stadt nach meinen Vorstellungen formieren und das ist ja genau das, was geht. Das ist super, das freut mich sehr. Trotzdem sehen wir hier doch einige Gebäude, die es zu planieren gilt. Wir gehen also jetzt mal auf die Trümmer in der Stadt und schauen uns das an. Aha. Da ist ein Trümmer und den wollen wir gleich mal planieren. Verlassenes Gebäude, auch um die werden wir uns kümmern. Was gibt es hier? Auch mal wieder ein Trümmer und verlassene Gebäude zum ersten, zum zweiten und irgendwo zum dritten. Wahrscheinlich dahinter. Hallo. Auch dich kriegen wir. Und dann kümmern wir uns mal nach und nach um all das, was es hier so gibt. So, das auch verlassen. Wie, war dahinter noch eins? Ne, das war wahrscheinlich noch das alte. Und das war's. Okay, alles klar. So, soviel zu den Trümmern. Und die Wasserversorgung haben wir jetzt ja auch schon mal hergestellt. Das ist ja schon mal ein guter Anfang hier in Fat Industries. Und dann hat Lord Voltos, mein Wirtschaftsminister, auch gesagt, ich soll mal ein neues Krankenzimmer ans Krankenhaus bauen. Das ist nämlich voll. Okay, dann werde ich das machen. Und dann werden wir jetzt hier mal einen kleinen Flügel ranbauen. Was gibt's denn hier? Weil, ja, ein Patientenzimmerflügel. Jetzt haben wir auch wieder Geld. Dann können wir das auch machen. Und dann setzen wir das mal glatt dorthin. Und dann werden auch unsere Patienten dort behandelt. Lord Voltos, mein Wirtschaftsminister, hat übrigens gesagt, ich soll aufhören, Kredite zu nehmen. Ja, ich habe ja hier zum Beispiel selbst in Fat Industries, die Stadt, die eigentlich so gut läuft, habe ich Kredite am Laufen. Er meinte, ich sollte lieber Sachen einzeln stilllegen, als mich dann immer fett zu verschulden. Und da hat er vollkommen recht. Das sollte ich auf jeden Fall unterlassen. Und dann werde ich auch in Zukunft darauf achten, weniger auf Pump zu leben, sondern mehr, ja, rentabler und sicherer das Ganze zu machen. Auch mal an die Zukunft denken. Ja, die Schulden, die wir heute machen, sind dann die Lasten unserer Kinder und Kindeskinder. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das kann natürlich kein Bürgermeister der Welt, auch somit auch nicht ich, verantworten.
Ah, oh, das ist übrigens wundervoll, dieser ganze Verkehr. So habe ich mir Fat Industries vorgestellt. Eine geschäftige Stadt mit großen Blocks, viel Verkehr, viel Verschmutzung, viel Industrie, viel Hochhäusern. Das ist einfach nur genial. Also, hier läuft alles nach Plan und wir sollten am besten auch noch ein bisschen hier verharren, bis wir uns um unsere Problemkinder kümmern. Was gibt es denn noch zu tun in Fat Industries? Dort habe ich noch einen Vorschlag bekommen von Blub, der hat gesagt, ich soll noch eine Ölquelle bauen, damit es mit der Raffinerie endlich mal klappt. Aber was sehen wir denn hier? Es ist ein Upgrade verfügbar bei der Rohölzentrale. Ja, moin! Oha! Die ist jetzt aber gerade ziemlich groß geworden, oder? Was können wir da machen? Wir können eine Gewerbeabteilung machen oder eine Raffinerieabteilung! Juhu! Die kostet aber 400.000 Simoleons. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen sparen müssen, ja? Also ich werde mir jetzt mich nicht auf Pump finanzieren, Ivo. Ich werde sogar hier diesen Kredit nochmal abbezahlen, damit wir hier noch weniger Belastung haben und noch mehr Plus in der Stunde machen. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die Raffinerieabteilung, sobald das Geld hier weiter fließt. Apropos fließen, Sie sehen hier bei Wasser- und Abwasserprobleme. Wie sieht es denn aus? Ah, okay, das ist noch im gelben Bereich. Ah, jetzt könnte ich mir aber eigentlich auch die Filterpumpe heransetzen, oder? Jetzt habe ich ja immerhin genug Geld, das zu machen. Also Filterpumpe, zack und fertig. Dann sollte das Thema Wasser jetzt schon mal wieder laufen. Was sieht's, wie gibt es hier? Abwässer, Endrohre sind überlastet. Na sowas. Das heißt, die Kläranlage braucht neue Tanks. Auch das kriegen wir hin und können dort einen Tank ransetzen. So, 40.000 kostet er. Jetzt sind wir im gelben Bereich. Wenn wir jetzt noch 2 Stunden warten, dann können wir durch die Mehreinnahmen, die wir dort haben, dann auch gleich das nächste machen. Jetzt ist es soweit. Sieht ja immer sehr, sehr gut aus hier. Also zweites Becken. Und dann kann die Kläranlage auch hier weiterlaufen. Sieht gut aus. Das Thema Gesundheit, große Probleme und wir müssen das ausweiten, aber wir haben ja immerhin jetzt schon einen weiteren Flügel dort rangebaut. Ich hoffe, das reicht jetzt ehrlich gesagt. Wo sind denn die ganzen kranken Menschen? Die tummeln sich hier schon alle in der Innenstadt. Vielleicht brauche ich noch einen zweiten Wartezimmer, zweiten Flügel. Patientenzimmerflügel, 40.000 kostet der. Was gibt es denn hier noch zu tun? Eine Verbrechenswelle, aber so ein bisschen Verbrechen gehört ja eigentlich auch dazu, oder? So wollten wir eigentlich auch Fat Industries haben. So ein bisschen dreckig ist immer gut. Boah, seht euch mal den Verkehr hier an, wie viele Leute hier rumlaufen. Ist das geil. Hier ist mal wirklich was los in der Stadt. Das gefällt mir. Sehr geil. Okay. Haben wir uns genug im Erfolg dieser Stadt gesonnt? Ich fürchte, wir müssen jetzt weiterziehen. Also ab in die Regionsansicht und ab zum Sorgenkind Nummer 1 zu Fat City. Unsere Hauptstadt, die das Herz, ja, das Herz der Fat-Spielen-Welt. Und hier gibt es auch noch einige Sachen zu tun. Wir werden zum einen, das hat Lord Voltos gesagt, so als Schnellschuss-Panik-Attacken-Maßnahme, auf jeden Fall das Geld, was wir haben, jetzt erstmal sofort in die Veranstaltung reintreiben, damit wir dort Geld machen. Ihr seht, es ist minus 11.000 in der Stunde. Das heißt, ich gehe hier erstmal auf Pause, wollte ich machen. Ach ja, auf Pause und Veranstaltung. So, Messegelände, was können wir hier für eine Veranstaltung planen? Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben, aber ich glaube, eine Sportveranstaltung, die ist immer gut, die werden wir auf jeden Fall machen und auch hier im Globe Theater planen wir eine Veranstaltung und dann hoffen wir mal, dass das dann anläuft. So, minus 11.000 pro Stunde, ich soll keine Kredite nehmen, kann ich vielleicht einen kleinen Kredit abbezahlen? Den könnte ich abbezahlen, da hätte ich so wenig Geld, nee, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ich sollte also schauen, was ich schließen kann. Ich kann vielleicht hier das Maxes Herrenhaus schließen. Jawohl. Zack, geschlossen. Minus 10.000 in der Stunde. Was können wir machen? Können wir das Amphitheater schließen? Wie viel macht das? 600 in der Stunde? Ja, wird geschlossen. Okay, wie sieht es hier aus mit dem Krankenhaus? Das sollte ich vielleicht nicht schließen. Busbahnhof, was gibt es noch zu schließen? Ich habe übrigens ein Shuttlebus-Depot, Park and Ride und einen Busbahnhof. Brauche ich eigentlich noch das Shuttlebus-Depot, wenn ich jetzt den Busbahnhof habe? Das würde ich gerne mal wissen, weil die haben nämlich natürlich jetzt beide, ja, echt krasse Ausgaben. Stadtbusse, Shuttlebusse, das wäre mal eine interessante Sache. Ich weiß nicht. Ich will nicht, Jungs. Aber irgendwo muss ich ja noch den Rotstift ansetzen. So kann das ja nicht weitergehen hier in Fat City, in unserer Hauptstadt.
Vielleicht sollte ich doch mal wieder mich kümmern, ob ich vielleicht die Steuern doch wieder ein bisschen antreibe. 11%, vielleicht wenigstens für die Reichen auf 12. Ja, die starken Schultern müssen ja mehr leisten, müssen ja mehr erbringen hier als die schwachen Schultern. Es gibt übrigens auch 2 Hochschulen in Fat City. Da hat mich auch Lord Wolters darauf angesetzt. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die zweite? Ich sehe jetzt hier eine Hochschule. Ich habe doch die andere auch letztens erst gebaut. Habe natürlich jetzt gar keinen Plan mehr, wo die ist. Oder habe ich die gerade erst gebaut? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr die zweite Hochschule seht, dann schreit. Aber ich werde es wahrscheinlich leider nicht hören. Was gibt es denn hier zum Beispiel? Ne, hier ist wahrscheinlich keine Hochschule. Hier ist übrigens, können wir hier auch noch was schließen? Ja, meine Villa können wir schließen. Das Bürgermeisterhaus. Dann bin ich obdachlos. Ich will doch alles tun für meine Stadt. Aber das sollten wir nicht machen. Nee, der Dom macht ja eigentlich sehr, sehr gute Gewinne. Auch da sollten wir uns eigentlich nicht ransetzen. Okay, das Maxis-Herrenhaus haben wir geschlossen. Wir werden jetzt echt mit dem Rotstift durch diese Stadt gehen. Und schauen, was wir alles ansetzen können. Skatepark, Hotel. Na, hier gibt es auch nichts, was ich machen kann. Diesen Garten kann ich auch nicht schließen hier. Was ist da? Da wird gerade gebaut. Hier ist, wie gesagt, unsere erste Hochschule. Ja, unser Rathaus können wir, glaube ich, auch nicht schließen. Wäre vielleicht nicht so sinnvoll. Ja, mit dem Shuttlebus-Depot. Das würde ich halt gerne wissen, aber das weiß ich halt auch nicht, ob man da irgendwas ransetzen kann. Wir haben keine zweite Hochschule. Ich sehe sie echt nicht. Ich sehe hier nicht die zweite Hochschule. Es tut mir leid. Entweder habe ich Tomaten vor den Augen oder mir ist da jetzt ein Fehler unterlaufen. Ja, ich glaube, wir können uns vielleicht auch diesen scheiß Stadtflughafen irgendwie sparen, oder? Also, vielleicht machen wir den auch erstmal dicht. Obwohl 65 Touristen? Ach, ich weiß es nicht. Ach, wir müssen eigentlich schließen jetzt. Hilft doch nichts. Tja, immer noch machen wir massive Miese. Minus 7000. Tja. Gucken wir nochmal hier rauf. Gesundheit. Gesundheit ist ein riesiges Thema hier. Und Spezialisierung. Spezialisierung, ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja wahrscheinlich das Casino-Ding, aber immerhin die Casino, die Spielzentrale haben wir ja geschlossen. Also von daher könnte das ja eigentlich nicht sein. Und ansonsten hier, die Casinos machen ja Gewinn. Verstehe ich dann auch nicht so richtig. Spezialisierung, Kohlebergwerk. Das könnte eigentlich auch mal mehr Geld machen, oder? Tja. Krankenhaus. Kann ich da noch irgendetwas schließen? Vielleicht könnte ich da noch wenigstens einen Flügel schließen. Und hier vielleicht einen Stellplatz. Einzelne Sachen. Jetzt wird's wirklich eng. Jetzt gehen wir hier an die Grundfeste. Minus 6000. Okay, damit kann ich auf wenigstens mal das Tempo wieder anziehen. Vielleicht ist es ja auch so, dass unsere Casinos gleich mal wieder ein bisschen Geld reinbringen. Ansonsten könnte ich natürlich auch mal einen Kredit zurückbezahlen, aber das mache ich erst, wenn ich ein bisschen Puffer habe und das Geld vielleicht bekommen habe, welches ich von Fat Industries gerade rübergeschickt habe. Das sollte ja irgendwann mal auch der Fall sein. Ansonsten müssen wir echt mal warten, dass sonst irgendwie was passiert. Also, das ist immerhin jetzt alles geschlossen. Hier kann nichts mehr passieren. Hier vielleicht mit der Pumpstation. Wie sieht es denn eigentlich aus? Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen Rotstift ansetzen. Ich werde mal schauen, wie sieht es hier aus. Ja, wir sind ja hier völlig, ja komm, eine Filterpumpe wird jetzt hier geschlossen. Guck mal, wir können sogar noch eine einfache Wasserpumpe, können wir auch noch schließen. Haben wir wahrscheinlich immer noch, oh, nee, das war nicht gut. Okay, das ist dann zu bitter, aber immerhin, wie sieht es aus mit dem Thema Abwasser? Da können wir bestimmt auch was schließen. Ah, doch, wir sind noch im grünen Bereich. Einen Tank schließen und, ja, wir sind noch auf der Schwelle zwischen Gelb-Grün, das ist also noch machbar. Wie sieht es hier aus? Müllhalde, Rotstift. Mal gucken. Vielleicht können wir da auch vielleicht irgendwie eine von diesen Müllverbrennungen vielleicht ausschließen. Oh. Und hier Kohlekraftwerk. Was gibt es hier zu tun? Stromüberschuss. Schmutziger Kohlegenerator. Wenn wir den schließen, was passiert dann? Oh nee, dann sind wir im Minus. Er muss also laufen. Na, was ist das hier? Das ist also eine Fabrik. Aber ihr seht es. Das sieht schon besser aus. Wenn wir jetzt diesen Kredit noch abbezahlen, dann machen wir... Oh, wollte gerade sagen, dann machen wir wieder bei Plus. Aber wir sind immer noch bei minus 159. Aber ich glaube, wir befinden uns langsam in Richtung Haushaltskonsolidierung. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Auch hier übrigens, dass hier auch die Dichte nicht so hoch ist. Wir brauchen auch einfach bessere Wohngebiete. Aber hier vielleicht die ganzen Tennisplätze und andere Parks. Könnte ich eigentlich auch alle mal schließen. Hier ist ja schon ein großer Park.
Wir haben uns hier auch ein bisschen überparkt. Viel zu viele Park. Das ist auch noch ein Park, ein Asphaltpark. Den könnte man vielleicht auch schließen. Gleich einreißen, da können wir da vielleicht noch Häuser hinbauen. Jawohl. Könnte man da vielleicht sogar noch Gebiete ausweisen. Dann kriegen wir da noch mehr Leute, mehr Steuerzahler rein. Ja, langsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie ihr alle wisst. So, erstmal um die verlassenen Gebäude kümmern. Da haben wir zwei. Und ein, zwei fehlen uns noch. Das hier ist leider auch verlassen. Grund zu hohe Steuern. Und hier haben wir noch ein kleineres. Auch dort könnten wir uns mal schauen. Aber jetzt sieht es schon besser aus. 3.899 die Stunde. Fat City ist wieder leicht im Plus. Die Schwankungen ergeben sich ja natürlich auch aus unserer Spezialisierung. Das habt ihr ja des Öfteren deutlich gemacht. Die Casinos sind ja im Moment gerade noch sehr, sehr instabil in ihrer Rentabilität. Das heißt, das kann immer noch ein bisschen stark schwanken. Aber im Moment würde ich sagen, sind wir vielleicht aus dem Gröbsten raus. Abwasser ist jetzt ein Problem mittlerweile. Verstopfte Rohre. Das heißt, hier sollten wir mit der Kläranlage mal wieder einöffnen hier, einen Kläranlagentank, damit das wieder gut laufen kann. Ansonsten sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt haben wir auch noch Veranstaltungen am Laufen und ich glaube, wir können erstmal tief durchatmen. Fat City ist vom Bankrott halbwegs gerettet. Es sieht jetzt wieder etwas besser aus. Okay. Fat City lebt. Und wir kümmern uns um unser zweites Sorgenkind. Fantastica. Die Utopie, die Traumstadt. Und dort gibt es eine Menge zu tun. Und wir fangen an mit einem Tipp, den ich nicht nur von einem, nicht nur von zwei, sondern gleich von drei Leuten von euch bekommen habe. Und zwar habt ihr gesagt, bau mehr Wohngebiete aus. Sowohl Dudelschrank zockt, als auch Hannes Elch, als auch Michael Gespers haben gesagt, weißt du was, du brauchst mehr Steuerzahler, du brauchst mehr Leute. Und die werde ich mir jetzt auch holen. Das heißt, es hilft ja nichts. Ich werde jetzt irgendwie neue Wohngebiete ausweisen müssen. Vielleicht wird das jetzt nicht nach den Regeln der Schönheit gehen, aber wir können ja erstmal etwas mehr auf die Rentabilität achten und dann uns ja vielleicht darum kümmern, dass wir das nach und nach wieder super schön ausbauen. Aber wir können natürlich erstmal schauen, wo wir es sowieso von Grund auf schon schön machen können. Das ist ja zum Beispiel hier. Diese Straße hier kann ja komplett zugebaut werden. Ich werde mal, warum das nicht geht. Ah, hier geht's. So. Ja, hier können ja komplett die Villen gehen, kann sich ja bis dort immerhin mittlerweile raufbauen. Und auch diese Straße hier kann ja zum Beispiel mit Geschäften noch zugebaut werden. Auch das ist möglich und ist auch noch in den Regeln der Schönheit abzudecken, würde ich sagen. Was können wir noch machen? Wir können auch hier, okay, diesen Wall wollten wir begrünt lassen, das ist in Ordnung. Aber was ist denn zum Beispiel hier mit dieser Stadt? Dort, wo nachher die gründerzeitlichen oder die Jugendstil-Villen gebaut werden sollen. Dort können wir natürlich jetzt schon auch die Straßen und damit dann auch die Häuser bauen. So, wir wollten ja eigentlich jetzt so wie strahlenförmig abgehend dort dann die Villen hinsetzen, vom Arc de Triomphe ausgehend. Und dann werden wir das Ganze mal machen. Wir werden jetzt schon mal da einen Ring hinsetzen, da einen Strahlen und hier den nächsten Strahl. Und dann können wir dort ja schon mal auch Wohngebiete ausweisen. Zack, zack, zack. Da habt ihr das schon mal fertig. So. Was können wir noch machen? Jetzt haben wir Wohngebiete ausgewiesen. Ja, auch hier in diesem rechten Teil. Vielleicht kriegen wir da auch noch... Eigentlich bin ja klar, wir brauchen Wendehammer. Natürlich. Hier müssen ja die Wendehammer hin. Das war ja mein großer Traum. Und den konnte ich ja leider in Fat City nicht mehr ganz umsetzen. Aber hier können wir das ja hoffentlich machen. Und werden jetzt hier also uns den ein oder anderen Wendehammer ins Haus holen. Da haben wir den ersten. Erste Rondell. Und dort... Naja, so wollten wir das nicht. Sondern erstmal eine normale Straße. Na, wo bist du? So. Und dann dort das nächste Rondell. Eins, zwei. Und da reicht das vielleicht auch erstmal. Und auch dort können natürlich innen und außen... Oha, jetzt habe ich gerade ein sehr, sehr großes Wohngebiet ausgewiesen. Das wollte ich so gar nicht. Bis hierhin können wir es aber erstmal machen. Hier ist Wald. Genau. So. Da haben wir vielleicht erstmal etwas Ruhe. Was können wir noch machen, um das Ganze rentabler zu machen? Wir werden das Polizeirevier vernichten. Und
wie von meinem Verkehrsminister WhatElse123, jetzt unter dem neuen Namen, beziehungsweise seinem richtigen Namen, Alan da Silva, ja, sehr, sehr schöner Name. Und der hat mir auch gesagt, dass ich hier in Fertestica zum anderen jetzt auch mal dieses ganze Thema hier ändern müsste. Ich müsste erstmal die Straße hinter dem Busbahnhof einreißen. Da meint er wahrscheinlich die hier. Ist gemacht, Chef. Jetzt gibt es noch die zweite Sache. Die Polizeiwache abreißen. Viel zu groß für diese kleine Stadt. Sehe ich ein. Es wird planiert. Als nächstes meint mein Verkehrsminister, ich sollte die Verbindung zwischen Autobahn und Altstadt kappen. Auch das werden wir machen. Ist gekappt. Und jetzt hier eine große Straße, eine Hauptstraße, eine Allee erstellen und da vielleicht dann auch eine kleine Polizeiwache ran. Okay, auch das werden wir machen. Erstmal vielleicht mit mittlerer Dichte. Ist vielleicht auch für unsere Kosten nicht ganz so schlecht. Das heißt, ich werde jetzt hier von dort eine Verbindung zu dieser Straße herstellen. Zack, da ist unsere Allee. Und eine kleine Polizeiwache wollen wir natürlich auch haben. Kein großes Revier, sondern eine kleine Wache. Und die können wir dort ja auch hinsetzen. Und das mache ich jetzt auch. So, so sieht es aus. Und in Fertestica können wir natürlich auch jetzt auch den Rotstift ansetzen. Der Rotstift zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Let's Play. Auch hier lässt sich natürlich auch das ein oder andere schließen. Wir können zum Beispiel diese völlig unsinnige Park-and-Ride-Station erstmal planieren. Was könnten wir dort machen? Wir können natürlich auch hier mit der Allgemeinen Hochschule, die auch etwas zu groß ist, dort könnten wir natürlich auch mal diesen Erweiterungsflügel schließen. Auch dort sind wir sicherlich mit den Kosten etwas überfordert gewesen. Was können wir noch machen? Was könnten wir noch schließen? Na gut, die Parkflächen sind natürlich auch jetzt gerade ziemlich bitter. Und naja, wir werden vielleicht erstmal den Leuten die Möglichkeit geben zu bauen. Baut, gebt uns Steueraufnahmen, legt drauf los. Gebiete habe ich jetzt genug ausgewiesen, ihr könnt es selber sehen. Und jetzt brauchen wir nur noch die Leute, die hier einziehen und Steuern zahlen. Und da ich jetzt hier gerade wirklich geldtechnisch absolut am Limit bin, hoffe ich mal, ich werde jetzt nochmal vielleicht ein bisschen langsamer es laufen lassen. Ja, wir sehen gerade Parks, das ist ja auch alles hier extrem krass. Vielleicht können wir tatsächlich noch irgendetwas anderes schließen. Ausgaben die Stunde. Oder wir brauchen auf jeden Fall noch ein kleines Geldgeschenk. Aber jetzt noch einen Kredit nehmen, da würde ich mir, glaube ich, nur Ärger einfangen mit unserem Freund Lord Voltos. Das wäre nicht so gut. Aber, oh, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, was hier gerade im Bau ist. Das muss halt nur noch entstehen dann erst. Och, ist das niedlich. Viele Leute hier zu Fuß zu der Windmühle gehen. Das finde ich ja goldig. Süß. Krass. Okay, die ist immerhin... Oh, die macht minus 5000 am Tag. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen bitter. Aber vielleicht ändert sich das auch noch. Aber ich glaube, jetzt muss ich sie erstmal schließen. Obwohl, da sind so viele Leute da. Das kann doch nicht sein. Warum macht die denn alle... Ah! Ist mir echt unerklärlich. Aber, oh gut, wir sehen langsam... Haben wir auch hier doch ein bisschen bessere Karten. Ich glaube, ich muss auch hier immerhin auf 10%. 10% ist, glaube ich, ein Minimum. Besser, anders geht es jetzt nicht. 10% Steuern. Auch die Bürger müssen hier mitwerkeln, dass das hier klappt. Sonst hätten wir nämlich echt große Probleme, auch in Fertestica. So, hier wird gebaut. Hier wird unterrichtet. Vielleicht könnten wir die Hochschule auch erstmal schließen, ich weiß nicht. Und Arc de Triomphe, oh Gottes Willen, der macht ja auch gerade echt nur Probleme. Und da kommen auch ehrlich gesagt gar keine Touristen hin. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu weit weg, aber hier lümmeln sich keine Leute. Vielleicht soll ich den erstmal schließen. Okay, Arc de Triomphe ist geschlossen. Die Windmühle, da habe ich eben gerade Leute gesehen. Beim Arc de Triomphe bisher habe ich noch keinen gesehen. Wie sieht es eigentlich hier aus am Brandenburger Tor? Na gut, das wollte ich nicht schließen, weil ich ja auch möchte, dass hier irgendwann mal dann auch das deutsche Stadtset ersichtlich wird. Das passiert übrigens erst, hat Lord Voltos gesagt, wenn die Straßen abgegradet sind und wir hier mittlere Dichte haben. Mittlere Dichte brauchen wir, aber ehrlich gesagt, hier habe ich doch eine Straße mittlerer Dichte. Aber die Gebäude machen noch keine Anstalten, dass das hier so weiter passiert. Obwohl, naja gut, die finden hier nichts zum Einkaufen, vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht kann sich das auch noch ändern. Aber sonst müssen wir die Straßen wahrscheinlich wohl oder übel auch hier upgraden. Das mache ich aber erst, wenn ich
doch mehr Geld habe. Tja, tja. So, immerhin, hier stockt sich gerade der Verkehr aufgrund der ganzen LKWs, aufgrund der neu hinzugezogenen. Immerhin passiert da was. So, Gewerbegebiet ist übrigens gerade sehr, sehr stark, wird sehr, sehr stark nachgefragt. Vielleicht sollte ich hier auch ein Gewerbegebiet bauen, an dieser Nordseite, damit dort auch Geschäfte verfügbar sind, die Leute auch dort shoppen können. Quasi Shoppingmöglichkeiten einmal rundherum. Keine schlechte Idee vielleicht. Ist dann sicherlich auch der Dichte und allen möglichen positiven Faktoren hier sehr zuträglich. Tja, miese machen wir immer noch, das seht ihr. Aber immerhin ist doch auch viel im Bau. Wir sehen hier, werden neue Gebäude gebaut. Hier befindet sich auch viel im Bau, muss man sagen. Sehr, sehr viel sogar. Und hier auch. Na gut, dann wollen wir mal das Tempo anziehen und hoffen, dass hier mit Rotstift und allem, dass es passiert. Jetzt übrigens auch Leute im Brandenburger Tor. Wir sehen Touristen, die hier reinströmen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ist aber noch nicht rentabel. Macht noch miese, das Brandenburger Tor. Aber guckt mal auf die grüne Zahl hier. Wir machen Plus. Das erste Mal gefühlt. Und vielleicht sogar ist es tatsächlich das erste Mal, dass Fantastica Geld macht. Plus 3658. Spezialisierung bringt uns gerade richtig Kohle ein. Ist es das Brandenburger Tor? Ja, es macht Profit. Ist es die Windmühle? Ja, sie macht Profit. Vielleicht können wir jetzt sogar noch den Arc de Triomphe hier öffnen und schauen, dass wir auch dort Profit machen. Wir haben jetzt auch erstmalig über 1000 Einwohner. Ja, es läuft an. Kann man nicht anders sagen. Hier entstehen Geschäfte rund um die Innenstadt, rund um unseren Einkaufsring. Hier die Ringstraße. Auch hier sind Unternehmen. Hier werden verzweifelt Mitarbeiter gesucht. Das sieht alles nicht schlecht aus. Hier könnten wir eigentlich auch nochmal Industrie entstehen lassen. Auch dort auf dieser Straße. Und da könnten wir eigentlich auch unseren Bogen gleich mal weiterführen. So. Jetzt machen wir übrigens gerade wieder miese. Ja, um 1 Uhr nachts guckt sich keiner das Brandenburger Tor an. Das kann ich aber sogar verstehen, würde ich sagen. Ist dann vielleicht doch nicht das Richtige um diese Zeit. So, hier auch erstmal Industrie weiterbauen. Und auch dort soll es weitergehen. Der Zirkel. Ja. Minus 86. Also, es nimmt doch langsam Gestalt an. Leider zu Kosten der Schönheit. Obwohl ich doch sagen muss, ich habe hier doch immerhin schöne Rondelle. Hier sieht es doch auch gar nicht mehr so schlecht aus. Das wird alles kommen. Da machen wir uns doch keinen Kopf. Auch das hier wird irgendwann mal schöner werden. Hier werden irgendwann mal auch Villen entstehen. Jetzt sind es natürlich eher untere Grundstückspreise, untere Dichte. Das ist alles sehr, sehr schlecht. Aber sobald wir hier auch Parkanlagen hinbauen und dann werden wir auch hier unser schönes gründerzeitliches Viertel haben. Und das wird alles noch passieren. Ich bin guter Dinge, muss ich sagen. Ich bin guter Dinge. Das ganze Thema sollte doch irgendwann mal klappen. Und wenn ich jetzt mal die Regionsansicht sehe, können wir nicht hier irgendwo uns Müllwagen einholen? Irgendwie sieht das nicht so aus. Keine... Ja, wir müssen noch Müll. Komisch. Ich wollte mir jetzt eigentlich die Müllabfuhr von einer anderen Stadt holen, aber das ist gerade irgendwie nicht möglich, komischerweise. Aber... Ja gut, aber klar, das ist ja jetzt gerade voll das Riesenproblem. Das muss doch irgendwie machbar sein. Warum geht das denn nicht? Vielleicht müssen wir die Müllhalde noch upgraden. Haben wir eigentlich in Fett Industries eine Müllhalde? Ich glaube, wir gehen da mal rein und werden das mal schauen. Wenn nicht, werden wir die mal ausbauen, die Müllhalde auf jeden Fall. Vielleicht ist es dann ja auch möglich, dass ich in Fantastica von der Müllhalde profitieren kann, weil sonst ist es natürlich ein bisschen blöd. Wir wollen natürlich keine Müllhalde in Fantastica haben. Das würde nun wirklich gar nicht passen. Also, ab nach Fat Industries. Schau mal, wie hier eigentlich das Müllthema geregelt ist. Schon so lange her, dass ich da um mich rum gekümmert habe. Da müssen wir mal schauen. Also, Müll. Wie sieht's aus? Haben wir hier eigentlich irgendwo eine Müllhalde? Ich glaube nicht, oder? Was ist das hier? Doch, da ist die Müllhalde. Na, sehen wir doch. Da ist sie. Aber da sehen wir, die ist nicht gerade ausgelastet. Und hier können wir natürlich Müllwagen ransetzen. Na, seht ihr mal. Und dann müssten wir doch eigentlich auch dort dann den Müll abholen können.
So, jetzt haben wir eine kleine Müllhalde hinten ran. Okay, also zurück in die Region, zurück nach Fantastica. Und, jetzt geht es. Alle Müllwagen nach Fantastica. Und dann sollte das doch wohl klappen. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Das heißt, dann haben wir vielleicht das Müllproblem auch mal gelöst. Hilft ja nichts, wenn wir sonst eine so wunderschöne Stadt aufbauen, wenn sie dann verunstaltet wird, weil die Leute ihren Müll auf die Straße schmeißen. Das hilft uns dann natürlich auch nicht weiter hier. So. Ich höre übrigens die ganze Zeit Sirenen. Irgendwie hier in Fantastica. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Seht ihr irgendwo, woher das herkommen könnte? Was ist das denn zum Beispiel? Nee. Große Probleme und keiner weiß, wieso, weswegen. So. Ich würde sagen, wir haben den Rotstift doch erfolgreich angesetzt. Ich hoffe, Lord Voltos, mein Wirtschaftsminister, und ich hoffe, auch alle anderen unter euch sind zufrieden mit dem, was hier passiert ist. Alle drei Städte in der Fettspielenwelt machen Plus. Wir haben überall, schreiben wir schwarze Zahlen und machen Gewinne. Das ist doch mal eine tolle Sache und wirklich ein guter Ausblick für das nächste Let's Play. Und ich sag euch nochmal, ich bitte euch nochmal darum, teilt doch dieses Video mit euren Freunden, sagt allen Leuten, wie toll doch unser Fettspielen-YouTube-Kanal ist. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Internet erregen würden. Und wer, wenn nicht ihr, könnt dazu beitragen. Also, vielen Dank, dass ihr das Video schaut und es wäre super, wenn ihr es teilen würdet. Und wir sehen uns beim 32. Let's Play SimCity. Das ist also das nächste Mal. Bis dahin, euer FatFred von fettspielen.de.